Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Für die Rekapitulation des vorangegangenen Lesejahres gehört es für mich nicht nur dazu, sich die Bücher aus dem Lesejahr anzuschauen und die entsprechenden Jahreshighlights und Jahresflops, sondern auch die gefassten Lesevorsätze aus diesem vorangegangenen Lesejahr zu rekapitulieren und zu schauen, hat man sie geschafft oder ist man kläglich gescheitert. Und weil es sich natürlich auch gleich anbietet, möchte ich auch in diesem Video gleich noch die Lesevorsätze für das Jahr 2022 mit euch besprechen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem Rückblick und welche Lesevorsätze ich mir für das Jahr 2021 gesetzt hatte. Für das Jahr 2021 hatte ich mir 3 Lesevorsätze gesetzt und zwar war das zum einen, also ich fasse das Ganze mal mit 3 Lesevorsätzen zusammen. Man könnte das natürlich auch noch ein bisschen feingranularer betrachten, aber ich denke, die 3 Lesevorsätze genügen erstmal, beziehungsweise ich fasse sie einfach als 3 Lesevorsätze zusammen. Und zwar ist es zum einen, dass ich meinen Superbau weiter voranbringen wollte, um genau zu sein, meine neuen Bücher aus dem Jahre 2018 vollständig zu lesen. Das heißt, dass ich an dieser Liste komplett alle Bücher abgehakt habe oder sie entsprechend aussortiert habe. Das ist ja im Grunde irgendwo dasselbe, weil sie verschwinden dann entsprechend von der Liste bzw. werden abgehakt. Das war mein erster Lesevorsatz. Ich glaube, das waren, lasst mich nicht lügen, glaube ich so um die 48 Bücher, die ich auf dieser Liste hatte. Habe ich natürlich jetzt nicht mehr, weil ich einige Bücher davon gelesen habe. Mein zweiter Lesevorsatz war, dass ich mir 12 Bücher für die Challenge 12 Books for 12 Months herausgesucht habe. Also ich habe mir 12 Bücher herausgesucht, die noch vor meiner allerersten Liste für 2018 bei mir eingezogen sind und immer noch nicht gelesen sind. Also diese Bücher befinden sich auf keiner Liste, weil ich die Listen erst 2018 angefangen hatte. Genau, das war mein zweiter Lesevorsatz. Und mein dritter Lesevorsatz war, dass ich mehr auf meine Leselust hören wollte. Aber vor allen Dingen mehr auf die Leselust höre, wenn es darum geht, dass ich vielleicht ein Buch nochmal lesen möchte. Weil das ist immer bei mir etwas, was zu kurz kommt, weil ich ja einen relativ hohen Sub habe und natürlich auch immer so ein bisschen getrieben bin von den neuen Büchern, die bei mir einziehen und ich natürlich eigentlich recht schnell lesen möchte, damit sie eigentlich dann nicht mehr auf dem Sub landen, beziehungsweise weil man ja auch gelesene Bücher und Bücher, die vielleicht schon etwas länger auf dem Sub liegt, auch ein Stück weit vergisst, weil man ja immer wieder neuen Input bekommt. Das war halt mein dritter Lesevorsatz, den ich für mich gefasst hatte, mehr auf die Leselust zu hören. Grundsätzlich kann ich euch sagen, dass ich ja kläglich gescheitert bin, was meine Lesevorsätze angeht. Naja, kläglich gescheitert ist vielleicht nicht ganz richtig, weil ich habe Bücher von meinem Sub befreit, ganz klar. Ich habe aber nicht alle Bücher, die ich in 2018 gekauft habe, tatsächlich von meiner Liste streichen können. Das muss man ganz klar so sagen. Das ist die Wahrheit, das ist die blanke Realität. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe tatsächlich auch nicht damit gerechnet, dass ich alle Bücher, also alle ungefähr 48 Bücher tatsächlich schaffen würde, weil dann hätte ich nur noch die Sub-Challenge-Bücher gelesen. Und wie ihr ja, wenn ihr so meine 5 gelesenen Bücher verfolgt, gesehen habt, habe ich halt eben auch noch andere Bücher gelesen. Es waren schon viele Bücher dabei, die ich von meinem Sub-Challenge gelesen habe, aber eben auch nicht der Großteil. Wie viele Bücher ich dann mit meiner Sub-Challenge tatsächlich gelesen habe, welche Bücher vielleicht auch aussortiert worden sind, was die Buchkaufverbotsbücher anbelangt und so weiter und wie es mit meiner Sub-Challenge auch entsprechend weitergeht, das erzähle ich euch in einem separaten Video, weil ja die Sub-Challenge einfach ein kleines Format mittlerweile geworden ist bei mir und das so ein bisschen außerhalb separieren
möchte, auch wenn das natürlich auch entsprechend ein Lesevorsatz ist. Deswegen wollte ich das Ganze jetzt hier auch nicht unerwähnt lassen. Also ich sag's kurz gefasst, ich habe die 48 Bücher natürlich nicht abhaken können. Es befinden sich immer noch Bücher auf dem Neu 2018, die bei mir eingezogen sind. Aber ein paar habe ich davon auf jeden Fall abhaken können. Wie sieht's aus mit meinem zweiten Lesevorsatz? Den 12 Büchern für das Jahr 2021, also 12 Books for 12 Months. Und da kann ich tatsächlich sagen, da kann ich auch nicht ein bisschen relativieren, weil ich da wirklich tatsächlich kläglich gescheitert bin. Ich habe von diesen 12 Books 2 gelesen. Mehr sind nicht geworden. Ich habe einmal das Buch ohne Namen gelesen von dem Autoren Anonymous und das Buch Asylon von Thomas Elbel. Diese zwei Bücher habe ich von diesen 12 Books for 12 Months gelesen. Mehr ist nicht daraus geworden. Ich hatte wirklich Lust auf diese Bücher, vor allem weil sie halt einfach schon so lange auf meinem Sub gelegen haben, auf noch bevor ich überhaupt Bücher angefangen habe aufzuschreiben, die bei mir neu eingezogen sind und schon so lange auf meinem Sub liegen. Und ich glaube, diese Bücher haben auch schon 2 Umzüge mitgemacht oder sogar schon 3 Umzüge, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall, tatsächlich habe ich diese Bücher auch mit voller Begeisterung für diese Liste zusammengestellt und habe mich wirklich gefreut auf diese Bücher. Vor allem, weil ich sie auch noch nach meiner Leselust für, ja, vielleicht so fantastisch so ein bisschen herausgesucht habe. Und trotzdem ist es mir nicht gelungen, diese 12 Bücher zu lesen im vorangegangenen Lesejahr. Ich habe dann in Vorbereitung auf dieses Video so ein bisschen ja, überlegt, woran es gelegen haben könnte. Für meine Sub-Challenge ist es so, dass ich mir die Bücher quasi ins Regal lege, vor quasi den eigentlichen Büchern, so dass ich diese Bücher tatsächlich immer sehe. Und das habe ich erst dieses Lesejahr getan, obwohl ich meine Sub-Challenge jetzt auch noch nicht so lange mache, aber ich lese sie halt quasi auf ein Regalbrett und da stapel ich sie aufeinander und sie stehen quasi vor der Reihe der eigentlichen Bücher. Ich sehe sie damit eigentlich immer und weiß, okay, ich habe jetzt noch Sub-Bücher, die ich lesen muss, beziehungsweise ich schaue da auch, wenn ich mal also wieder ein neues Buch brauche, auf diese Bücher, ob mich davon jetzt etwas anspricht oder ob ich sie jetzt einfach mal lesen möchte, so. Und bei diesen 12 Büchern war es aber so, dass ich sie woanders hingeräumt habe. Ich habe sie in ein entsprechendes Sideboard getan. Wir haben da so ein Fach, wo man noch ein bisschen was reintun kann. Ich glaube, das ist von früher so ein bisschen, wo man Videorekorder und DVD-Player oder irgend sowas halt oder eine Musikanlage reinsetzen kann. Und da habe ich mir diese Bücher hingelegt und sie sind damit ein Stück weit auch weggeräumt gewesen. Und ich habe sie tatsächlich dann auch nicht mehr so beachtet, weil sie einfach ein Stück weit auch weggeräumt sind und auch nicht in meinem Regal stehen. Und ich will nicht sagen, dass ich nicht an diese 12 Bücher gedacht hätte, weil 2 Bücher habe ich ja gelesen und sie kamen auch immer mal wieder in meinen Kopf. Und ich hatte dann auch im Dezember noch den Gedanken, hey, im Dezember kannst du ja dann anfangen, die Reihe der Goldenen Kompass zu lesen, beziehungsweise die Trilogie. Das bietet sich ja um Weihnachten an, beziehungsweise im Dezember. Und wenn das dann halt eben noch bis Januar geht, dann ist das auch okay, weil dann habe ich sie ja wenigstens schon angefangen zu lesen. Aber auch das habe ich nicht getan. Dann wären es wenigstens 5 Bücher vielleicht geworden. Aber sie sind bei mir völlig unten runtergerutscht oder hinten runtergerutscht. Und bei mir völlig in Vergessenheit geraten. Sie sind immer mal wieder aufgeblitzt, dass ich sie habe und ich sehe sie auch jetzt noch. Sie liegen auch immer noch da. Und ja, das ärgert mich eigentlich total, weil ich eigentlich richtig Lust auf diese Bücher hatte und immer noch habe. Sonst wären sie bei mir jetzt auch hier nicht mehr, obwohl ich nicht so der große Aussortierer bin. Auch wenn ich da vielleicht immer ein Stückchen besser werde. Natürlich nicht so in dem großen Ausmaß, wie es vielleicht andere können. Ich beneide andere sehr darum, wie sie Bücher aussortieren können, vor allen Dingen auch ihren Sub. Wenn sie kein Interesse mehr an diesen Büchern haben, dann werden die aussortiert. Aber meistens ist es bei mir so, ich lese den Klappentext und bin wieder voll begeistert und ich wusste, warum ich dieses Buch gekauft habe, warum es mich interessiert und so weiter. Ich beneide Menschen, die das können.
Ich kann es noch nicht so gut, aber vielleicht ja, verbessere ich mich in den nächsten Jahren auch diesbezüglich noch ein bisschen. Und ja, also ich bin bei meinem zweiten Lesevorsatz auch nochmal, ich glaube, mehr gescheitert. Ich glaube, das steht so ein bisschen auf dem zweiten Platz, obwohl ich schon fast finde, dass es vielleicht auch schon der erste Platz ist, wo ich gescheitert bin, bei der Sub-Challenge bzw. den Superbau, das habe ich ja betrieben und ist vielleicht nicht so geworden zu 100%, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ist auf jeden Fall besser gewesen als mein zweiter Lesevorsatz mit den 12 Books for 12 Months. Kommen wir zum letzten Lesevorsatz und zwar dem Lesen nach der Leselust. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch da bin ich ein Stück weit gescheitert. Ganz gescheitert bin ich nicht. Also wenn man jetzt mal betrachtet, dass ich mir gesagt habe, okay, ich will dann auch Bücher lesen, die ich schon gelesen habe, auf die ich jetzt einfach so richtig Lust habe. Dahingehend bin ich gescheitert. Aber bei der Auswahl der Bücher, die ich dann tatsächlich gelesen habe, habe ich mich ganz oft auch nach meiner Lust treiben lassen. Das war vor allen Dingen bei Büchern so, die so in Richtung Fantasy gehen, vielleicht auch historischer Kriminalroman oder einfach, wo mich einfach die Lust so richtig gepackt hat. Wenn man das so ein bisschen größer macht, diesen Lesevorsatz, und vielleicht doch nochmal ein bisschen anders interpretiert, dann bin ich vielleicht doch nicht so gescheitert. Aber wenn man in dem wirklichen Kontext bleibt, den ich mir eigentlich gesetzt habe, bin ich gescheitert. Bin ich ganz klar gescheitert und so ehrlich muss man sein. Also ich habe ein Buch gelesen und zwar war das Die Novizin von Trudy Kennerman. Da habe ich den ersten Band nochmal gelesen. Da hatte ich richtig Lust drauf und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, aber ich habe dann auch nicht weitergelesen. Ich wollte die Reihe gerne noch weiterlesen, nochmal lesen. Vor allen Dingen in Bezug auf, dass ich dann einfach weiter in dem Werk von Trudy Kennerman lesen. Ich mag die Autorin sehr, aber andere Bücher kommen dann immer wieder in den Vordergrund, die vielleicht auch neu sind, die was noch Verborgenes enthalten und nicht was Bekanntes. Auch wenn ich die Geschichte gerne nochmal entdecken würde, weil, wie ihr ja in meinem letzten Video gesehen habt, habe ich nochmal zu Harry Potter gegriffen, weil ich da auch wirklich richtig Bock drauf hatte, nochmal nach Hogwarts zu kommen, mich da nochmal wieder heimisch zu fühlen und so. Das ging dann auch, aber bei Judy ist das dann tatsächlich ja irgendwie untergegangen und ich habe dann nicht weitergelesen. Also grundsätzlich kann man sagen, ich bin ein Stück weit gescheitert mit meinen Lesevorsätzen. Aber ich hatte das ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, schon so ein bisschen vorausgeahnt, als ich meine Lesevorsätze in dem Video entsprechend formuliert hatte und ich schon ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich mir vielleicht ein Stück weit auch viel zu viel vorgenommen habe. Ambitioniert kann man tatsächlich auch sein, finde ich auch. Und ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn man jetzt tatsächlich scheitert. Scheitern gehört dazu. Es ist ja nicht so, dass ich gar nicht gelesen hätte, dass ich keine Subbücher abgebaut hätte, dass ich gar keine Bücher von den 12 Books gelesen hätte. Aber man kann es schon als Scheitern betiteln, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, so ist es. So ist das mit den Lesevorsätzen. Entweder man schafft es oder man schafft es nicht. Ich habe es jetzt in dem Fall nicht so wirklich geschafft. Ich bin einfach kläglich gescheitert. Es ist, wie es ist. Ich brauche es mir auch nicht schönreden, auch wenn ich es versuche, mir irgendwie ein Stück weit schön zu reden. Aber Lesen soll ja auch immer noch eine Freude sein. Lesen soll nicht unter Druck setzen. Man soll nicht nach Zwang lesen. Man soll das lesen, auf was man Lust hat. Und ich glaube, darauf kommt es auch immer noch an. Und am besten ist es natürlich, wenn die Lesevorsätze trotzdem erfüllt werden, aber man kann am Ende nicht alles haben. Und rückblickend kann ich sagen, dass ich trotzdem sehr froh über dieses Lesejahr 2021 gewesen bin, dass ich viele neue Bücher entdecken durfte, dass ich Subbücher abgebaut hätte, die ich wahrscheinlich so nicht abgebaut hätte, die noch weiter auf meinem Sub rumliegen würden, wenn ich die Sub-Challenge nicht hätte. Und von daher bin ich eigentlich schon ganz zufrieden, auch wenn meine Lesevorsätze für das Jahr 2021 vielleicht ein bisschen nach hinten gegangen sind. Ja, ich denke, das war jetzt relativ viel über den Rückblick für meine Lesevorhaben für das Jahr 2021. Und ich würde sagen, wir begeben uns mal in die Lesevorsätze für das Jahr 2022. Für das Lesejahr 2022 habe ich mir insgesamt wieder 3 Lesevorsätze gesetzt. Ja, es sind wieder insgesamt 3 geworden und
Ich überlege gerade, ob sie vielleicht wieder so ambitioniert sind wie letztes Jahr, aber ich glaube, sie halten sich vielleicht doch ein Stück weit in Grenzen, obwohl ich gerade überlege, dass wenn ich mir den einen Leservorsatz etwas genauer betrachte und mir den noch mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lasse, ist das schon ein Stück weit ambitioniert. Vor allen Dingen, weil da doch schon noch einige Bücher dahinter stecken. Aber vielleicht bin ich auch einfach der Typ, der mir Lesevorsätze sehr ambitioniert setzt und dann mit dem Scheitern an sich nicht so die großen Probleme habe. Aber wir werden Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres sehen, ob ich denn wieder scheitere oder ob ich es diesmal schaffe. Also mein erster Leservorsatz ist natürlich weiter an meinem Subabbau zu arbeiten. Das heißt, ich möchte weiter dafür sorgen, dass meine Leselisten, also meine Neuzugänge, die Listen quasi abgearbeitet werden, dass ich ja dann Haken an die Bücher setzen kann oder die Bücher entsprechend aussortieren kann. Dazu möchte ich aber, weil sich dann noch so ein paar Änderungen bei meiner Sub-Challenge ergeben werden, erst im entsprechenden Video, also im nächsten Video, darauf näher eingehen werden, weil ja ein paar Neuerungen dazugekommen sind und ich glaube, dass der Rahmen das jetzt hier sprengen würde, wenn ich darüber auch noch sprechen würde. Aber mein allererster Lesevorsatz ist, weiter an meinem Superbau zu arbeiten, weiter die Liste abzuhaken, weiter die Bücher von ihrem Sub-Dasein zu befreien. Es sind jetzt keine 48 Bücher mehr, aber es werden wahrscheinlich noch ein bisschen mehr werden, weil ich meine Liste nicht nur auf 2018 jetzt beziehe, sondern auch noch auf 2019. Das hat einen bestimmten Grund, aber dazu wirklich mehr im nächsten Video. Mein zweiter Lesevorsatz ist, dass ich ausgewählte Reihen auf den aktuellen Stand bringen möchte. Das heißt, dass ich mich so weit heranlese, dass ich auf den aktuellen Band bin oder eben die Reihe dann entsprechend beendet habe, je nachdem, ob die Reihe dann auch wirklich beendet ist. Aber ich glaube, ich habe mir hier 4 Reihen herausgesucht, die noch nicht beendet sind. Und von daher wird das schon ein ganz schönes Lesepensum werden, einfach weil das alles 4 Reihen sind, die relativ bändestark sind. Und wenn ich mir das jetzt zurecht überlege, ist das natürlich wieder ein sehr ambitioniertes Lesevorhaben. Aber ich bin am Ende, habe ich mir gesagt, auch nur eine der Reihen so weit gelesen habe, dass sie auf dem aktuellen Stand ist, da wäre ich schon sehr, sehr froh, weil ich habe bei mir so viele Reihen stehen, die ich angefangen habe, die ich nicht weitergelesen habe. Und ich möchte wenigstens da mal hinarbeiten, dass ich bei einigen Reihen endlich mal auf den aktuellen Stand bin. Für diesen Vorsatz habe ich mir jetzt einfach mal 4 Reihen herausgesucht, obwohl ich 3 davon letztes Jahr erst entdeckt habe für mich. Zweimal durch die Sub-Challenge. Eins wurde ich inspiriert und die letzte Reihe habe ich tatsächlich schon vor einigen Jahren gelesen oder angefangen zu lesen und die möchte ich jetzt gerne endlich mal weiterlesen. Und zwar, die erste Reihe ist die Alex Verhoes-Reihe, hier mit dem ersten Band, Das Labyrinth von London von Benedict Jagger. Mir hat dieser erste Band tatsächlich relativ gut gefallen, ein solider Auftakt der Reihe und ich mochte das ganze Setting so um London, um diesen Urban Fantasy-Stil quasi und ich möchte hier gerne einfach wissen, wie es weitergeht, wie es mit dem Protagonisten Alex Verhoes weitergeht. Von daher habe ich mir diese Reihe herausgesucht, damit ich sie endlich weiterlesen kann. Ich weiß, dass hier, glaube ich, auch schon 7 Bände dazu existieren. Sie lassen sich eigentlich relativ schnell lesen und von daher habe ich sie mir einfach mal mit auf diese Liste gesetzt, weil ich auch nicht so viel Zeit vergehen lassen wollte, bis ich den zweiten Band dann tatsächlich mal lese. Die zweite Reihe, wo ich den ersten Band schon vor einiger Zeit gelesen habe und jetzt wirklich mal wieder weiterlesen möchte, beziehungsweise ich auch nochmal den ersten Band lesen möchte, damit ich auch wieder in die Reihe hineinkomme, weil ich einfach die Idee so großartig fand. Und zwar war das hier die Unsichtbare Bibliothek, also der erste Band von Gwyneth Cockman aus dem Bastei-Lübbe Verlag. Hier geht es um eine Bibliothek, die verborgene Bücher oder wichtige Bücher oder wertvolle Bücher und so weiter ja beherbergt und es dreht sich halt alles um diese Bibliothek. Ist natürlich auch eine fantastische Reihe
Und ich mochte diesen ersten Band total gerne. Ich habe ihn wahnsinnig gerne gelesen und habe aber trotzdem nicht weitergemacht. Ich habe den zweiten Band hier auch schon ewig stehen, den ich gerne mal lesen möchte. Und auch diese Reihe hat natürlich wieder 7 Bände. Bisschen zieht sich die Zahl 7 hier durch die ersten beiden hindurch. Aber ich möchte sie unbedingt weiterlesen. Ich fand sie einfach großartig und bin gespannt, ob sie mir im zweiten Band genauso gefällt. Oder ob ich halt dann am Ende nur noch den ersten Band hier stehen lasse, weil mir der erste Band einfach so gut gefallen hat. Wir werden sehen, ob ich dieses Jahr die Reihe fortsetze. Die vorletzte Reihe, die ich mir jetzt hier noch rausgepickt habe, ist eine Reihe, die hatte ich auch schon im letzten Video, also beziehungsweise auch beide, die ich jetzt noch hier habe, auf meinem Schoß liegen habe, habe ich schon in meinem letzten Video gezeigt. Und zwar ist es einmal die Matthew Corbett-Reihe hier von Robert McCammon aus dem Lucifer Verlag. Diese Reihe hat es mir tatsächlich aufgrund ihrer Stimmung, auf ihrer Düsternisheit sehr angetan. Ich mochte die Reihe sehr, sehr gern, also beziehungsweise die ersten 2 Bände, die ich hier schon gelesen habe, obwohl das ja der erste Band nur auf 2 Bücher aufgeteilt ist. Und ich bin hier sehr gespannt, schon weiterzulesen. Und ich möchte hier auf Gang, ich meine, das habe ich im Juni gelesen, also schon wieder eine ganze Weile her. Also ich muss unbedingt schnellstmöglich hier weiterlesen, damit ich, ja, ich glaube nicht, dass ich jetzt so schnell vergesse, weil ich noch relativ frisch, ich weiß hier noch relativ gut, wie die Geschichte ausgegangen ist, was so das Setting war, und es ist mir noch alles sehr, sehr präsent, aber ich möchte trotzdem unbedingt in der Matthew Corbett-Reihe weiterlesen. Ich glaube, hier sind wir mit schon 12 Bänden dabei, wenn ich mich recht entsinne, oder waren es auch 7, ich bin mir gerade nicht sicher, die 7 übersetzt waren, aber 12 schon, ja, auf Englisch existieren. Ich weiß es gerade nicht genau, aber hier auf diese Reihe freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Und ich glaube, die aktuellste Reihe, die ich jetzt erst im Dezember begonnen habe, und die habe ich auch in meinem letzten Video bereits gezeigt, die möchte ich auch noch sehr gerne verfolgen, weil sie mir wirklich mit dem ersten Band schon sehr, sehr gut gefällt und ich mich ja gerne weiter in dieses Abenteuer begeben würde. Und zwar ist das die Phileas und Sage von Bernard Hennen und Robert Corvus hier mit dem ersten Band Nordwärts. Den zweiten Band habe ich hierfür auch schon da und ich laufe da eigentlich fast täglich dran vorbei und jedes Mal denke ich mir so, ich möchte diese Reihe endlich weiterlesen, ich möchte gerne zu Band 2 greifen. Aber ich möchte erst gerne nochmal die aktuellen Bücher, die ich lese, noch mal ein Stück weit reduzieren, damit ich mich auch voll und ganz auf den zweiten Band konzentrieren kann. Das sind die Vereine, auf die ich mich jetzt erstmal fixiert habe, auf die ich erstmal meinen Fokus legen möchte. Ich habe eigentlich noch eine ganze Menge von Reihen, die ich gerne fortsetzen möchte, aber ich habe mir gesagt, mit den Reihen bin ich eigentlich schon recht gut beschäftigt. Mit 4 Stück, das ist schon eigentlich schon eine Hausnummer, wenn ich überlege, dass wahrscheinlich jeder der Reihen schon 7 Bände hat, mindestens. Dann bin ich da eigentlich schon sehr ausgelastet mit meinem Subabbau, mit diesen Reihen. Und eigentlich merke ich gerade, dass das natürlich wieder ein sehr ambitionierte Lesevorsätze sind. Aber wie gesagt, ich bin am Ende froh, wenn ich sogar nur eine davon auf den aktuellen Stand gebracht hätte. Darüber würde ich mich unglaublich freuen, wenn ich das schaffen würde. Mein dritter Lesevorsatz ist tatsächlich am 24.12. so ein bisschen in mir gereift. Der Auslöser für diesen Lesevorsatz war, dass ich am 24.12., also zu Heiligabend, eine Nachricht gelesen habe, die mich dann doch etwas sprachlos gemacht hat, auch wenn ich tatsächlich irgendwie auch damit gerechnet habe, weil die Autorin schon in einem betuchten Alter war und ich, ja, man hat irgendwie damit gerechnet, dass es irgendwann bald passieren wird. Und zwar ist eine Autorin am 23.12. verstorben, die ich sehr, sehr gerne gelesen habe, wo ich ihr Buch sehr gerne gelesen habe und ich mir immer wieder gesagt habe, du musst von dieser Autorin weitere Bücher lesen. Und deswegen ist der dritte Lesevorsatz noch entstanden, dass ich gerne Autoren weiter und Autorinnen weiter verfolgen möchte, beziehungsweise weiter ihre Bücher lesen möchte, die ich eigentlich sehr, sehr gerne lese. Ich habe jetzt hier mal 5 Bücher herausgesucht, die so stellvertretend für diesen Lesevorsatz sind. Und auch wenn es dann mehr werden oder am Ende auch nur eine oder eine, die ich verfolgt habe,
bin ich auch schon sehr froh drum, aber das ist so mein dritter Lesevorsatz, dass ich gerne Autoren und Autorinnen weiterverfolgen möchte, die ich gerne gelesen habe, wo ich schon Bücher davon gelesen habe und die ich sehr gerne gelesen habe. Und zwar ist das zum einen, und das ist auch die Autorin, die letztes Jahr am 23.12. verstorben ist, Joan Didion, und zwar hier das Jahr des magischen Denkens. Dieses Buch hat mich damals unglaublich begeistert. Sie schreibt hier über die Trauer über ihres Mannes und dieses Buch hatte mich grundsätzlich schon ab der ersten Seite, die ich gelesen hatte, einfach weil dieses Thema Trauer, Tod und so schon immer sehr mit sich zieht, sage ich mal. Von daher hat mich das schon von der ersten Seite herangezogen. Aber ich habe auch eine Dokumentation über sie gesehen und ich finde diese Frau immer noch wahnsinnig begeisternd. Die Frau hat einen Charakter und eine Persönlichkeit, die mich einfach komplett in ihren Bann zieht. Und ich habe mir immer gesagt, lese diese Autorin weiter. Und ich habe dann auch per Zufall mal in einen Gebrauchtbuchladen, der Laden gebrauchte Sachen, unter anderem auch Bücher, ein weiteres Buch von ihr entdeckt. Und das hatte ich mitgenommen und seitdem steht es halt bei mir auch auf dem Sub. Und ich möchte diese Autorin unbedingt noch weiterlesen, weiter für mich entdecken und weiter ihren Worten noch ein bisschen lauschen und deswegen Joan Didion auf dieser Liste. Das zweite Buch, was oder beziehungsweise die zweite Autorin, der Stapel ist ein bisschen autorenlastig, aber ich glaube, das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist eine Autorin, die ich dieses Jahr auch über die Sub-Challenge gezogen habe und wo ich aber auch vor der Sub-Challenge schon ein Buch von ihr gelesen habe und immer gesagt habe, ich möchte diese Autorin weiter für mich entdecken, ist einfach Mertit Bormann. Hier mit der anderen, die andere Hälfte der Hoffnung. Für mich ist Mertit Bormann auch eine Autorin, die ich unglaublich schätze, wo ich ihre Bücher unglaublich schätze, die ich auch in einigen Interviews schon gesehen habe und immer wieder zu mir sage, du musst ihre Bücher lesen, lies einfach ihre Bücher. Und irgendwie mache ich das viel zu selten und deswegen auch Mertit Bormann auf dieser Liste. Eine Autorin, die bei mir unglaublich in Vergessenheit geraten ist, eine Autorin, die ich ebenfalls mag, ist Lili Brett hier mit Giuseppe. Dieses Buch habe ich schon vor Ewigkeiten gelesen. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wann ich dieses Buch gelesen habe. Aber auch dieses Buch hat mich unglaublich begeistert, weil hier die Vaterbeziehung zwischen der Autorin und ihrem Vater einfach so unglaublich gut beschrieben wird. Also es ist zwar ein Roman, aber sie sagt ja von sich selber, dass hier viel die Beziehung zu ihrem Vater aufgearbeitet hat und Giuseppe war einfach so ein wundervolles Buch. Und ich hatte von ihr ja auch New York, New York gelesen, ihre Zusammenstellung von Kolumnen über New York, was mir unglaublich gut gefallen hat. Eine Autorin, die ich unbedingt weiterlesen möchte. Und jetzt habe ich noch zwei Bücher. Ich glaube, ich mache noch erst zuallererst die Autorin und zwar ist das Joseline Saussure hier mit Niemand, niemals ohne sie. Dieses Buch habe ich, glaube ich, 2019 gelesen. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher und ich fand dieses Buch grandios. Mir hat es wirklich richtig gut gefallen. Hier geht es ja um eine Familie mit relativ vielen Kindern und ein Ereignis. Und von einem Großteil dieser Kinder kriegen wir dieses Ereignis erzählt. Und ich fand dieses Buch damals so wahnsinnig gut, so grandios. Und auch hier habe ich die Autorin nicht weiter verfolgt, obwohl sie schon das eine oder andere veröffentlicht hat. Und ich auch noch ein anderes Buch von ihr auf meinem Sub habe und es einfach Zeit wird, dass ich diese Autorin weiter verfolge. Ich mag ihre Art zu schreiben, ich mag ihre Geschichten und ich hoffe, dass das auch so weitergeht und ich hoffe, dass ich sie weiter entdecke für mich. Und der letzte Mann in dieser Runde ist ein Mann, ein Autor, wo mir das Buch, was ich in der Hand habe, wirklich gut gefallen hat, auch wenn ich über dieses Ende immer sehr kritisch spreche, aber grundsätzlich mir dieses Buch sehr gut gefallen hat. Und ich aber auch schon ein Buch gelesen habe, wo ich mich gefragt habe, warum ich dieses Buch, also welchen Sinn dieses Buch eigentlich hatte. Und zwar war das Robert Seethaler hier mit der Trafikant. Also dieses Buch hat mir bis auf das Ende wirklich richtig gut gefallen. Auch diesen Autor möchte ich weiter für mich entdecken. Es gibt ja noch so diverse Bücher von ihm, die unglaublich interessant sind. Ich habe von ihm ja noch ein ganzes Leben.
auch meinem Sub, das jetzt auch unbedingt mal gelesen werden sollte, vom Sub befreit wird. Und ich hatte jetzt, glaube ich, bei den Book Friends Forever, ich glaube, sie hatten das etwas vor kurzem gesagt. Ich glaube, die Anja hatte das gelesen und ich dachte mir so, ich habe es auch auf dem Sub, ich muss es jetzt auch unbedingt lesen. Und deswegen ist Robert Seethaler jetzt auch nochmal auf diese Liste mit gehüpft, die Autoren und Autorinnen, die ich gerne weiter verfolgen möchte und unbedingt weiterlesen möchte. Wieder drei Lesevorsätze, die relativ ambitioniert sind und ich hoffe, dass ich tatsächlich diesmal nicht so arg scheitern werde, dass ich meine Lesevorsätze in die Tat umsetzen kann. Und ich habe schon überlegt, ob ich sie mir mal vielleicht nochmal irgendwo verschriftliche und es mir irgendwo hinhänge, damit ich sie immer wieder vor Augen habe, damit ich sie nicht wieder vergesse. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, aber ich freue mich tatsächlich sehr, diese Lesevorsätze in die Tat umzusetzen, meinen Worten tatsächlich Taten folgen zu lassen und auf jede Reihe, auf jedes Buch und auf jedes Subbuch freue ich mich wirklich sehr, weil ich habe mir die Bücher ja gekauft, weil ja, sie mich interessieren, weil sie mich neugierig machen und es ist ja eigentlich sehr, sehr schade, dass sie immer alle auf dem Sub liegen bleiben und nicht gelesen werden, sondern immer durch andere Bücher verdrängt werden. Mich würde jetzt am Ende natürlich noch interessieren, was haltet ihr von meinen Lesevorsätzen? Wie würdet ihr mit dem Scheitern meiner Lesevorsätze umgehen? Welche Konsequenzen hättet ihr daraus gezogen? Hättet ihr dann weniger Lesevorsätze gezogen und hättet gesagt, okay, dann konzentrierst du dich lieber nur auf die Sub-Challenge? Das würde mich noch sehr interessieren und natürlich würde mich auch interessieren, welche Lesevorsätze ihr für dieses Jahr gefasst habt. Lasst dazu doch gerne mal einen Kommentar in den Kommentaren da, logischerweise wo auch sonst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, habt schöne Lesestunden, bis dahin, tschüss!